Warum war das, das jetzt gerade so? Ach du meine... Was war das? Hallo und willkommen zu Let's Play The Quarry. Ja Leute, wer den PS4 Exklusivtitel Until Dawn gefeiert hat, der kann sich jetzt freuen. Und zwar ist genau ab heute, wir haben 10 ab 12 in der Nacht, heute ist der 10. Juni 2022. Genau, heute ist The Quarry exklusiv für die Xbox Series, Xbox One, PS4 und für die PlayStation 5 erschienen. Ja, von Entwickler von Supermassive Games und 2K. Ja, Leute, wir starten in das Horrorabenteuer. Es ist der Nachfolger zu Until Dawn. Es sind ja in der letzten Zeit ja auch verschiedene andere Titel von Supermassive Games noch rausgekommen, wie House of Ashes und so. Die waren ja alle auch genau von gleichen Entwicklern. Aber jetzt kommt der richtige Nachfolger nach Until Dawn. Und ich bin so gespannt. Und ich freue mich, das mit euch Let's Playen zu dürfen. Als erstes setzen wir die Facecam in Horrorstimmung. So in 3, 2, 1. So Leute. Und jetzt starten wir mit The Quarry. David Ackroyd. Eva Gorga. Skyler Gisono. Lance Henriksen. Ted Raimi. Ich freue mich mega, Leute, das mit euch zu Let's Playen zu dürfen. Miles Robbins. Natürlich die perfekte Zeit, um Horror Game zu starten. Ich bin auch gespannt, wie die neuen Kindheit sind, weil die waren ja schon an der Ton krank. Ab und zu. Aber hier. Mal schauen. Ich freue mich. Wieso hast du ausgemacht? Ich denke, das weißt du. Nein, weiß ich nicht. Weil du dich verfahren hast? Wie erwartet. Nicht dein Ernst? Doch, das ist mein voller Ernst. Wir sind in geografischem Fluss. Du bist... lost.
Das ist diskutabel. Quicktime Events. Okay. Leute. Nimm dir etwas Zeit, diese Hinweise, die dich durch die verschiedenen Situationen und Wendungen leiten, die dir in Hackett's Quarry begegnen. Was du hier siehst, sind Quicktime-Events oder QTEs, über die du in kritischen Momenten eingreifen kannst. Pass auf, denn Hackett's Quarry kann gefährlich werden, wenn du nicht auf deine Umgebung achtest. Eine kleine Unaufmerksamkeit kann dramatisch enden. Du selbst entscheidest, welchen Weg du gehst, aber rechne immer mit Hindernissen und sei vorbereitet. Ah, Scheiße. Aber nichts, Schatz. Wenigstens habe ich nicht das Schlagloch erwischt. Vielleicht hat das Schlagloch ja uns erwischt. Könnte doch sein. Wow, das ist ja olympiareifes Torpfostenversetzen. Danke. Echt imponierend. Danke. Aus dem trotzdem Verfahren. Weißt du, Max, es ist okay. Trotz allem bist du noch immer ein Mann. Du weißt, wenn Columbus nicht lost gewesen und an unserer Küste gestrandet wäre, gäbe es gar kein Amerika. Goodbye, Hot Dogs. Bis später, Apfeltorte. Columbus war genau genommen nie in Nordamerika. Wie meinst du das? Dachte eigentlich, er wäre in Asien. Dein Ernst? Noch ein Kerl, der nicht zugeben konnte, dass er sich verfahren hat. Tja, ein Kerl, nach dem ein ganzer Tag benannt wurde. Mach daraus, was du willst. Oh mein Gott, okay. Bring uns einfach zum Camp, bevor mir vom Augenrollen schwindelig wird. Ich bin dabei. Flyer nehmen, Karte nehmen. Wir nehmen mal Flyer. Gab es eine Wegbeschreibung im Flyer? Nein, nur ein Fake-Fest mit Fake-Kindern um ein Fake-Lagerfeuer. Hast recht. Alles okay? Digga, ja, schau auf die Straße. Hey, Augen auf die Straße, Mister. Merkst du, Ungeduld. Wer ist das hinter dir? Ah, komm mal, du bist schon verkackt. Aber bewahrt das auf der Rückbank. Wer war... Ach du Scheiße. Alles okay? Ja. Ich meine, ist nichts kaputt. Guter das sind ja schon gut. Was ist das gewesen? Ein Bär? Was? Nein, Max, das war kein Bär. Was war's? Ich denke, eine Person. Nein. Haben wir den verletzt? Der war hinten auf der Rückbank. Ich meine, es war richtig nah. So richtig nah, aber ach, vielleicht du nicht. Meine Fresse. Keine Ahnung. Was siehst du? Die Karre ist total im Eimer. Manchmal sieht es schlimmer aus, als es ist. Ich sehe mir den Schaden an, bevor wir den Wagen wieder starten. Holst du mir das Werkzeug von hinten? Ja, okay. Bewege dich. Okay, Leute, und damit nochmal ein herzliches Willkommen zu The Quarry. Ja, Leute. Was war das in der Rückwärts-Tutorial? Wer geschaut? Unterbrechung und drücke LS, um es anzusehen. Aha. Herumschnüffeln? War das eine gute Idee? Ich glaube, es ist einfach mal gedrückt. Max. Wieso hast du nichts gesagt?
Du. So. Das habe ich gefühlt. Danke, Schatz. Ja. Kann ich was tun? Ja, könntest du hier einmal reinleuchten? Hier, bitte. Perfekt, danke. Hoffentlich sind wir hier schnell wieder weg. Stell dir vor, es dir an einer großen Feuerstelle bequem zu machen und Lieder zu singen. Ich denke sicher nicht an eine große Feuerstelle. Wieso nicht? Ich mag kein offenes Feuer. Stell dir die schöne Wärme eines Hauses vor. Was geht's hier ab? Überall ist besser als hier. Okay, das ist auch wieder. Nein, lass mal. Ah, das wird das nochmal, ne? Das haben wir schon gesehen. Alter. Warum spiele ich sowas? Um 12:30 in der Nacht. Was zum Teufel geht hier jetzt ab schon? Was tue ich mir an? Was tue ich mir an? Wo gehst du hin? Nur hier rüber. Halt. Warte eine Sekunde, okay? Bin fast fertig. Beeil dich. Bestimmst hier nicht. Das Haus kann mal ein bisschen beeilen. Mein Gott, Max, beeil dich! Was ist denn los? Ich habe Angst, dass da unten jemand ist. Ernsthaft? Ja, vielleicht verletzt, ich weiß nicht. Ich dachte, wir hätten nichts gerammt. Ich weiß es nicht. Ich habe was gehört, okay? Klang wie eine Frau. Haben wir sie angefahren? Ich gehe da unten nachsehen. Okay. Ist gut. Was? Geh nicht zu weit, okay? Vorsichtig. Ja. Nicht dein Ernst. Nein, was machst du? Okay. Viel Glück mit der Karre. Nein. Nein! Ich will das nicht. Und ich spiele es noch mit dem Headset, da bin ich bescheuert. Warum tue ich mir das an? Was? Hey, Digga, ich will das nicht. Aber ich habe jetzt schon mehr Schiss als bei Until Dawn. Was habt ihr wieder für Krankes auf die Beine gestellt? Wir haben zwei Wege. Und das gefällt mir gar nicht. Digga. Ich sollte hier einfach nicht. Ein Truhe voll seltsamen Gerätschaften, vielleicht gehört ein Entfesselungskünstler, ein Relikt eines Monsters gegen Handschellen und so eine Art Kopfanzug, eigentlich Art. Jo, ich habe jetzt schon Schiss, ne? Warum spiel ich sowas um 12:30 in der Nacht? Bin ich bescheuert? Ja, das bin ich, das weiß ich, ihr Moine.
Warum war das, das jetzt gerade so? Ach du meine... Was war das? Nee. Warum? Silas. Digga. Hör mir auf. Was war das? Ey! Hilfe! Hilfe! Das fand die erste Folge! Ein Prolog! Ey! Was zum Teufel geht? Wo sind sie? Ey, Digga, was geht hier ab? Was geht hier ab? Ach du meine Fresse! Mit welchem Stick? Ich hab den gekonnt. Muss ich mit dem linken Stick? Oder mit welchem? Wenn ja, dann ist es mein Fehler, dass ich alles verkacke. Digga, ich kann nicht mehr als... Ja, scheiße, denn die ist schon verreckt wegen mir. Okay. Guter Gott, Laura, du bist verletzt. Nein, nein, da draußen war was. Eine. Und Geräusche. Ist schon okay. Hol mal Luft. Atmen, atmen. Schon okay. Im Wald, da ist viel unterwegs. Nein. Da erschreckt man sich schon mal. Hör und dann zu, verletzt Max. Man sich. Können wir hier bitte verschwinden? Sofort, ja, ja, los geht's, los geht's. Hey, weg hier. Was war das? Hey, das sieht dir schon gut an, ne? Und dann verkacke die ganze Quicktime. Ja, er springt an, schnurrt wie ein Kätzchen. Max, komm schon! Geht los, wir verschwinden. Was ist das denn für eine Scheiße? Max! Okay, gib mir eine Minute. Ich will ja, hier bitte. Weg, Max. Laura, das hilft jetzt nicht. Kannst du einfach. Ich will uns nur hier rausbringen. Hey, das reicht! Shit, tut mir leid, Hase. Tut mir leid. Ist okay, ist okay. Alles wird gut. Wir sind hier drin sicher. Ehrlich, wir sind okay. Boah. Oh mein Gott, mein Herz ist explodiert. Scheibe runter. Hi, Officer. Wie geht's Ihnen heute Abend? Ist Ihnen was passiert? Nein, sie hat nur eine Beule am Kopf. Eine Beule, mehr ist das nicht. Ich meine, ist kaum spürbar. Meine Beule, nicht mein Kopf. Alles gut. Alles ist gut. Nur etwas durch den Wind. Sagen Sie mir, was hier vorgefallen ist. Tolle Fälschschalter für weggewählt. So, das Auto gesprungen. Der Wagen schert aus. Dem können wir nicht trauen, ne? Ah, komm, jetzt nicht ehrlich. Jetzt ist das Auto gesprungen.
Was hat dir gehört? Irgendwas ist uns vors Auto gesprungen, also sind wir sofort ausgewichen und jetzt sind wir hier. Etwas ist gesprungen. Ein Tier vermutlich. Ja. Es war irgendein Tier. Es war so fix. Ja. Vermutlich war es ein Reh. Was hat der am Hals? Sir? Der Kopf wirkt unsicher. Mutter laufen lassen. Sir? Ist der Kerl nicht der gruseligste Kopf? Ich weiß nicht, das ist mein erster Cop. Was, jetzt echt? Ja, ich bin nicht kriminell. Und jetzt verraten Sie mir, was zur Hölle Sie zwei allein hier draußen um die Uhrzeit tun? Wir fahren zum Hackett's Quarry Sommercamp. Wir sind neue Betreuer. Eine Nacht zu früh? Nein, wissen wir. Aber wir wollten eher da sein und uns umschauen. Also, wir haben vorher angerufen. Und ehrlich gesagt, Sir, jemand ist nicht sehr gut im Kartenlesen und wir haben uns total verfahren. Sie schaffen es nicht bis nach Hackett's Quarry. Nicht heute Nacht. Was? Harbinger Motel. Ist am nächsten dran, dort können Sie schlafen heute Nacht, okay? Ich denke, wir halten uns an den Plan, Sir. Ich meine, Mr. Hackett weiß, dass wir kommen und wir haben angerufen. Nein, Ma'am, Sie fahren direkt zum Harbinger Motel. Haben Sie verstanden? Habe ich das jetzt nur gesehen, oder? Ich fahre zum Motel. Okay, fein. Ja, wir fahren zum Motel. Verstanden. Da ist nur ein kleines Problem. Ich habe hier mitten im Nirgendwo keinen Empfang auf dem Smartphone. Was heißt, wir haben uns verfahren? Komplett. Okay, Ma'am. Steigen Sie aus. Wie, was? Was soll das jetzt? Ich zeige Ihnen nur die Lage des Motels auf der Karte. Okay? Oh. Geht klar. Sie bleiben im Wagen. Schon okay, kein Ding. Okay. Alter. Okay. So, wir... sind ungefähr hier. Harbinger Motel ist hier. Gut, okay. Und wo war Hackett's Quarry nochmal? Ich bin sicher, das Personal im Harbinger Motel zeigt es Ihnen gleich am Morgen. Ach du Scheiße. Ey, ist das für eine... Halten Sie mal still. Was soll denn das? Halt still. Entschuldigung? Nein. Ich komme schon allein klar. Alles okay? Ja, bestens. Sie können wieder einsteigen, Ma'am.
Nee, nicht von dem, Alter. Harbinger Motel. Nicht abbiegen. Schlaglöchern ausweichen. Sollen wir nicht eine gute Nacht. Ach du Scheiße. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's von der ersten Folge zu Hagrid's Quarry. Boah, Digga, was war das für eine kranke Folge jetzt schon, ne? Digga! Aber gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu Hagrid's Quarry, Leute. Wenn euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts vom Projekt verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und sonst bis zum nächsten Mal. Und ciao!